So, mal schauen. So, das habe ich gemutet. Muss ich neu starten? So, jetzt läuft's. Ich schaue mal gerade die Bitrate, wie die aussieht. Also ich gebe 10.000 raus und Twitch kann nur 6.000 verarbeiten. Ja, ich lasse es mal so, ich brauche ja nicht. Kann man das nicht verschieben? Anscheinend nicht. Okay, ich zocke einfach mal weiter. So, F ist hier aussteigen. The hell is this place? Garment factory. I needed a job that didn't require me to do anything apart from paying taxes. Okay, listen. What do you got? The Holy Grail. The Union Depository. Now they say it cannot be hit. Has it been yet? Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martin Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. So what do you think? Oh, let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Okay, los geht's. We're going to Little Portola. Your FIB buddies, they know you're back in business? FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. Well, for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white, middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Towner. Yeah, all right. Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need.
Here we are. Kann man da nirgends rein? Scheinbar nicht. You reading me? Mhm. Okay, we need shots of the security features, the alarm system, ventilation, cameras. Sir, thank you. The alarm keypad is on the left when you come in, on the wall by the side door. Glasses are live, shoot away. Ah, okay, that's their alarm. Can you get me an air vent and one of the cameras? So, that's the cameras and the alarm. When you've got a shot of the vents, we're done. Shots come through. Camera, check. Alarm, check. Vents, check. Good work. Now speak to the assistant and see if there's anything else we need to know. Hey, beautiful. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap. Thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand? Our rings start at 8. Our pendants start at 12. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Vangelico logo here? No, 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 no. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Come back to me. Hallo Christian. So, we good? Almost. I need to get eyes on the roof of the building. See where the ventilation comes out. Der Stream ist zerpixelig, wirklich. Ich muss mal schauen, aber ich glaube, ich habe nichts umgeschaltet oder so. Also bei mir auf dem zweiten Monitor ist er gestochen scharf. Und auf dem Handy auch, habe ich jetzt gerade geschaut. Also bei mir geht's auf WQHD heraus. 2560 mal 1440.
Wo schaust du denn gerade? Drive us around the block. We gotta find a way up to the roof. Der meint nicht okay, dieses my Dach. Phone's telling me there's some construction around the corner, behind the shop. Let's go there. Also ich kann mal die Bitrate etwas runtersetzen. Weil ich habe nichts geändert. 2560 mal 1440. Aber ich habe das Gefühl, dann liegt es wahrscheinlich wieder am Twitch oder so. Ja, weil hier habe ich nichts geändert oder so. Komisch. Ja, weil schau mal, also bei mir zeigt es auf dem Handy 1440 an. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Ein bisschen rüber so. Nee, warte mal. So. Scheiße, ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, weil ich habe nichts geändert. Warte mal, ich fahre mal ein bisschen rum. Ja, komm jetzt. Also auf dem Handy und bei mir im Browser sehe ich jetzt nichts, das pixelbrei ist.
See if you can get up to the roof. We need a shot of the setup up there. Und wenn du nochmal die App neu startest, du schaust auf dem Handy oder was? You see him at all after the incident? I kept tabs on him for a while, needed to know that he didn't blame me. I saw a ladder. Climb up it and see if you can get to the roof. Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD. Hast du jetzt immer noch Pixelbrei im Moment? Ganz schräg irgendwie. Shootout, maybe just a car crash, right? Anonymous charred remains on the highway. They only knew what a sick puppy they had on their hands. Nee, nicht wieder runter. Ich denke mal da hinten durch. Alright, use the glasses to get me a shot of Angelico's roof unit. It'll be right above the store. Muss ich ganz rüber wahrscheinlich schon, hä? I've pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? Ist bei dir immer noch Pixelbrei, Christian? GTA 5 habe ich schon sehr lange eigentlich. Kann ich da runter? Ich gehe mal runter. You're well placed to take the photo of the system now. Okay, capture an image of the system and we're done. That's the shot. You've covered the vents on the roof now. Okay, that'll do. Now come back to me before someone spots you up there. Will do. Das ist komisch, dass bei dir nur auf 57 geht, auf meinem Handy, und so geht es überall auf 1440. Aber mein Sohn hatte das eine Zeit lang auch,
Aber jetzt nicht mehr, hat er mir letztes Mal erzählt. Ich weiß nicht, warum das. Ich pausiere ganz schnell. Ja, ich glaube, das hat mit dem Dings etwas Zusammenhang. Weißt du, da die. Wenn du ja auf normale Latenz streamst, hat es ja früher irgendwie 20, 30 Sekunden Verzögerung drin gehabt. Und jetzt habe ich eben niedrige Latenz eingestellt, dass die, die Verzögerung etwa eine Sekunde oder so ist. Und so wie ich gelesen habe, ist bei... ist je nach Browser oder je nach Gerät, wo du das dann abspielst, kann es bei niedriger Latenz Probleme machen, angeblich. Und ich habe ja früher immer auf normale Latenz gestreamt und jetzt habe ich eben auf niedrig gestaltet. Und das unterstützen nicht alle Systeme, also einige TVs oder ich glaube Internet Explorer und so auch nicht. Let's speed this up. We don't want to draw attention. Aber so Google Chrome Browser und so, die unterstützen das anscheinend. Ja, und eben zurück, um deine Frage zu beantworten. Ah, warte, er erzählt mir noch was. Cameras broadcasting to a remote server. We might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. He won't want to die from rich assholes who rub his nose in it. Good. Alarm system's linked to the door lock. We'll get a good window, someone talented hacks it. Anything else? Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register. So I'd start there. Glass in the cabinets wasn't bulletproof, means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open then? Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. Might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say. It's your funeral. One of them, at least. Ja, eben, ich hab GTA 5, hab ich ja lang gewartet, bis auf den PC kam und so. Hab's mir mal in einer Aktion gekauft und dann hat's mir eben den Spielstand zerschossen. Also insgesamt hat's mir zwei- oder dreimal den Spielstand zerstoßen. Das ist jetzt der dritte oder vierte Versuch. Und diesmal habe ich gesagt, werde ich's durchspielen, nicht dass ich wieder den Speicherstand verliere. Workers have their uses. Okay, let me set this up. Nice to see the methods haven't changed. Well, we gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the rolls, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options, you know, showing you all the angles, that's my area of professional expertise, but making decisions, that is your domain, my friend. Here. Wo hast du denn das durchgespielt? Noch auf der PS4? We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents?
If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your, famous way with people and 4 carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've gotta find some in circulation. It's awkward, it's, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical team, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right. If you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? Ich glaube, ich probiere mal leise. Ah, you've grown wise and cautious in your old age. Okay. Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Ah, das ist der, wo ich da gerettet habe. Ja, ich glaube, ich nehme den, oder was? Ja. Eddie Toe. Now you can count on him to get you out of a spot. Guns. Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. McCreary? He was part of a well-known Liberty City stick-up crew. Small world. PS3 noch, okay. Ja, weil ich wollte gerade fragen, wenn du das auf dem PC noch hättest, hätten wir ja mal eine Runde online machen können. Ich glaube, ich nehme nur mal die Besten mit, denke ich. Hacker, back office, but this is the person who will determine how long you get inside. This guy, Ricky. I met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. Harris! Good. Feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. If this is how you want to do it, I'll get moving. Sicherheit beurteilen, Laden fotografieren, Methode wählen, Crew auswählen. Ausrüstung besorgen und Gas beschaffen. Great. I'll do some research on the pest control van and the knockout gas, and I'll be in touch. Oh, yes, good, good. I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more? You're a dead man, Michael. I'll call you. Ja, mir geht's eigentlich soweit gut. Oder ich sag's mal so, stabil. Also im Moment habe ich relativ starke Schmerzen seit Wochen, aber sonst geht's gut eigentlich. Hey, what's up? Hey man, it's me, Michael. What's going on? Listen. I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high.
But you might learn something, if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you could put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Und wie geht's dir so? Hast du ein bisschen Ruhephasen zwischendurch oder spielst du noch ab und zu oder gar nichts mehr? Und letztes Mal ja, war ja Witcher und Total Warhammer da bei H und S, okay. Backstars Ausrüstung, ist das das? Okay. Ich probiere mal. Das ist aber typisch skorpionmäßig, immer grad radikal. Ich verkaufe alles. Ich würde nicht alles verkaufen. Ich meine, du hast bestimmt irgendwann wieder mal Zeit. Spätestens, wenn er in die Schule geht und selber die Schuhe binden kann. Nein, Quatsch, so schlimm wird's nicht. Ich meine, je älter das er wird, je mehr Freiraum wirst du wieder haben, oder? Ich meine, die Anfangszeit ist immer schwierig, aber... Also schwierig, es ist halt... Du weißt, was ich sagen will. Ja, aber verkauf das Zeug nicht. Du wirst schon wieder deine Zeit haben, glaub's mir. Ah, ich habe gesehen, du hast eine neue Nummer hat's angezeigt. Da so Monstersprünge, wenn ich mich nicht irre. He? GTA 5, das habe ich jetzt schon so lange. Und ich habe... Einmal hat es mir den Speicherstand zerschossen. Das war, als sie am Anfang konntest du ja, glaube ich, das Spiel nur auf der Festplatte speichern. Dann haben die das umgebaut, dass man auch die Cloud-Sicherung anlegen konnte. Und bei der Cloud-Sicherung ging dann etwas schief. Dann habe ich den Speicherstand verloren. Und ich habe ja das Spiel über Steam. Und jetzt, wenn du es über Steam spielst, hast du nebenzu noch den Rockstar Launcher, oder wie sich das nennt, auch noch am Laufen. Schau mal, die Dose, die ist da gerade unter das Rad gerollt. Hast du das gesehen? Es war lustig, dass die genau gerade drunter rollt. Jetzt muss ich den klauen, da drauf. Get that out of here. Private property. This whole spot is Bugstar. Mal schauen, ob ich den verarschen kann. Where was I? Shut up a second. You move. That wasn't so hard now, was it? Scheiße, ich wollte ihm nicht hupen. Ich verdrück mich die ganze Zeit.
gotta ask you to move it. Mal schauen, ob der sich jetzt verkrümmelt. Ich glaube, der gibt erst Ruhe, wenn das Auto weg ist, oder was? Get in that thing and move it. You want bed bugs in the seats of this thing? Hey, aber ich habe jetzt hin und wieder mal ein paar Teso-Videos geschaut. Und teilweise haben die wirklich ein bisschen besseren Ping. Wie schleicht man dort schon wieder? Ich muss mich noch ein bisschen an die Tastatursteuerung gewöhnen. Cash to bribe inspectors. Check. Soll ich den jetzt umlegen? Roaches, check, check and check. Ich glaube, ich hau den meinen nur rein, so. You deaf? I told you not to go in there. Get the cops down here. He's taking a van. This guy's getting in a van. Call 911. We have a 503 at Bugstar Pest Control on LVN. Ich weiß nicht, wie kann man denn leise töten? Linke und rechte Maustaste hau ich dem eine rein. Ich muss mal schauen, wie man so einen richtigen Assassinenangriff macht. Ich weiß nicht, ob es geht, keine Ahnung. Auf der Brücke ist scheiße. Nicht gerade die beste Beschleunigung. Die alte Nummer von dir, die ist gar nicht mehr gültig, oder was? Ich habe nur gesehen bei WhatsApp, du hast eine neue Nummer. Ich habe jetzt die einfach mal gespeichert. Schalldämpfer habe ich noch nicht. Ich bin erst ganz am Anfang. Oh Mann, so dämlich. Also du hast keine neue Nummer. Bei mir auf WhatsApp kam, du hättest eine neue Nummer, ob ich die speichern will. Ich geh mal da runter. Aha, okay. Aha, okay. Ja, aber wenn du bedenkst, was ist das Spiel 2013 rausgekommen? Das ist einfach abartig detailliert und so. Jetzt gibt's eben, ja, wenn du dich in GTA Online einloggst, 1 Million Kohle gratis und zwischen 5. Februar und 7. oder so gibt's dann auch nochmal 1 Million. Und im Red Dead gibt's im Online-Modus, glaube ich, Munition und so.
Ja, das Einzige, was mich wirklich ein bisschen stört, muss ich ehrlich zugeben, ist, dass die keine deutsche Synchronisation haben. Ich meine, ich verstehe ja die Begründung, weil die so viele Synchronsprecher haben und so. Aber mich stört es manchmal, wenn man am Fahren ist und dann die labern, ist es manchmal schwierig, den Untertitel zu lesen und noch sich aufs Fahren konzentrieren. Das ist ein bisschen schade. Also es geht halt ein bisschen Atmosphäre flöten durch das. Für die, die Englisch können, ist es natürlich kein Problem. Aber ich verstehe, ja, ein paar Wörter verstehe ich schon, aber nicht jedes Wort, also alles verstehe ich nicht. Ich glaube, hier muss ich doch dann hinbringen. Aber das ist ja beim Rettet auch so. Also es ist jetzt nicht tragisch, man kann es lesen, muss halt einfach ein bisschen langsamer fahren, aber von der Atmosphäre her und so ist es schon hammergenial, echt. We got a pest control van. Good, I've got a line on the knockout gas. It's made in some lab on the coast, but two shipments a day come through the city from the northeast, taking it to the airport. All right, I'll see if I can jump one. Ja, ich habe vorhin eben gedacht, ich werde einfach mal spontan Stream anmachen. Ich wollte eigentlich schon länger. Was ist das? Ah, das ist das, wo wir... Nee. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwie hinten anschleichen kann und dem eins auf die Rübe knallen kann oder so. Kampf, Waffenziele erfassen, Deckung gehen. Irgendwie müsste das sicher möglich sein. Ich kann ja das mal testen. Scheiße, die läuft zu schnell. Okay, so würden die auch nicht mehr aufstehen. Aber die Frage ist, ob ich mich hinten anschleichen kann und... Hat es da nirgends Passanten? Ich glaube, das ist gut, wenn ich ein bisschen rumrenne. Die haben ja auch Ausdauer und so, die ich dann bekomme. Glaube ich. Das habe ich im GTA 4 gehasst, wo du immer die Taste hämmern musstest, damit der richtig sprint. Das war ein bisschen Ads. Das ist aber immer so, wenn du jemanden suchst, findest du bestimmt niemanden. Mal schauen, mit Q vielleicht, ne? Ich habe aber gemeint, die kann man packen, oder nicht? Okay, mit rechter Maustaste visiert er sie anscheinend an. Mit links knalle ich hier eine rein.
Aber ich habe gemeint, du kannst doch den irgendwie packen oder so. Oder geht das da nicht? Okay, ich hau mal schnell ab. Ich gehe mal da runter. Ja, aber was auch richtig krass ist, der ganze Schmutz und so, was die haben, ist krass. Oho, hast du gehört? Das Zelt ist steinhart. Mit was haben die das übergossen? Das ist steinhart, das Zelt. Ja, aber so mal zusammen ein Raubüberfall oder so wäre auch noch lustig. Weil das gibt's, glaube ich, wenn es Aktion ist, für 6, 7 Euro oder so habe ich das, glaube ich, schon gesehen. Oder ist das eine Spezialfähigkeit? Irgendwie musste man, kann man doch den packen, habe ich gemeint. Aha, so geht's. Anschleichen, rechte Maustaste gedrückt halten und dann die linke, dann schlägst du den K.O. Ich teste das bei dem Bauarbeiter gleich, der ist zwar am Feierabend genießen, aber ein Schläfchen tut dem immer gut. Ja, anschleichen, rechte Maustaste, dann linke Maustaste. Und dann nimmt er ein Schläfchen. Fürs nächste Mal wissen wir jetzt, wie es geht. Ich liebe das Spiel. Ah, bei HS. Das ist der Scheiß im GTA. Man macht öfters Bullshit. Oh, die Bullen suchen mich. Friseur, Ammunition. Ja, ich geh mal die Granaten. Ich geh mal wieder darunter. Da finden mich die Bullen nicht. Kann ich hier durchs Wasser oder geht das Auto flöten? Was? Zu tief? Ja, ist zu tief, das sehe ich. So geht weg. Ja, komm jetzt, nur weil ich da einem eins auf die Nuss gegeben habe, eine halbe Stunde fand und übertrieb. Oh, ein Hund. Den überfahre ich jetzt nicht. You motherfucker! Hä, was hat der für ein Problem? You fucking piece of shit. What? Where'd he go? Hast du das gehört, you motherfucker? Was hat er für eine Störung? Ah, bei dem öffnet sich das Tor, da gehe ich raus. Das ist doch der Sicherheitsmann von der Firma da, warum dreht er durch? Also dieses Auto sieht cool aus, aber zum Fahren ist er nicht so toll. Ich glaube, ich probiere es mal mit dem.
der anderen ist ziemlich eine Schleuderkiste. Der andere Wachmann beschimpft mich mit Motherfucker, dreht durch und geht weg. Ah, das Auto ist Hammer. Das muss ich, wenn ich mal Platz habe, in der Garage speichern. Ja, weil der andere, den ich jetzt hatte, das ist so eine Schleuderscheiße. Schieße die Türen auf oder zerstöre den Transporter, um an die Ladung zu kommen. Die falsche Taste. Kann ich die jetzt abschütteln und dann nochmal kommen oder geht das nicht? Hä? Der hat mich aus dem Helikopter getroffen, hast du das gesehen? Ich glaube, ich müsste mir irgendeine MP kaufen oder so, echt. Kann ich das Auto nicht speichern gehen, frage ich mich gerade. Ist der oben oder unten? Nee, der war unten in dem Fall. Jetzt ist der weg oder was? Ja, aber weißt du was? Ich probiere mal, ob ich den speichern kann, das Auto. Ja, mach mal Garage. Ich finde, der ist gerade passend in der. Der hat ein geiles Kurvenverhalten und. Rutscht auch nicht großartig. Ist auf jeden Fall besser als der Audi, den ich bisher hatte. Okay, das ist ein bisschen zu schnell. Das heißt, ich muss zuerst einen kaufen oder was zu Hause, habe ich keinen Platz. Ich muss mal schauen, ob ich zu Hause noch ein zusätzliches Auto parken kann. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich den durch den Audi ersetzen kann, das wäre natürlich ganz gut. Ja.
Der Audi ist zwar auch nicht übel, aber... Hey, Big Daddy's home, as if anyone gives a shit. Jetzt mal schauen, ob es dann speichert oder nicht. Keine Ahnung. Ich gehe mal schauen. Vorhin hat meine Frau sich hier besoffen. Mein Sohn war am Bong rauchen. Jetzt mal schauen, was die da so treiben. Hier ist niemand. Okay, sie schläft. Die hat sich ja vorher besoffen. Ich gehe mal auf die andere Seite. Ich speichere mal. Ja, genau, mach mal. Sie schläft immer noch. Drücke E, um das Spiel zu speichern. Nee, ich glaube, für die Mission brauche ich doch einen Anzug, hat er gesagt. Drücke E, um mal an Jimmys Bong zu ziehen. Okay, mache ich mal. Habe ich noch nie gemacht. Mal probieren. Whoa! Oh, this is hell. Fuck me. I've done it again. I'm in hell. I'm in hell. I'm all alone in hell. Hell is no other people. Hell is me. That's right, me. I belong in hell. I belong in hell. I don't belong in hell. I don't belong anywhere. Ich find's geil, der Alte hat voll die Paranoia jedes Mal. Im Park habe ich doch auch einen Typ getroffen. Im Park habe ich einen Typ getroffen, mit dem habe ich auch einen reingezogen und hatte voll die Paranoia. Da kamen, glaube ich, Außerirdische und haben mich angegriffen. Finanzen und Dienste. Was? Hä? Echt, echt jetzt, Mann. Ist das so hochgegangen oder was? Aktien im Depot.
so ein Scheiß. Soll ich die jetzt verkaufen oder nicht? Hey, wenn ich jetzt die verkaufe, habe ich 99.000 Gewinn. Ich verkaufe das mal. Abartig, hast du das gesehen? Ich höre irgendjemand. Ich glaube, ich mache das nochmal. Ist noch schwierig zu sagen. Ich höre im Hintergrund irgendjemand klopfen. Ich weiß nicht, ob meine Frau aufgestanden ist. Weißt du, wenn ich jetzt etwas kaufe und da alles verliere, ist das eigentlich Riesenkacke. Ich warte mal. Ja, ich lasse es mal so. Aber ich meine, ich habe gerade 100.000 gemacht, das ist nicht übel. Also 99.000. Ich höre hier irgendjemand rumschaben oder irgendwas klopfen. Von wo kommt das? Also von ihr kann es ja nicht kommen. Oder ist das von draußen?
Irgendein Schaben und Klopfen habe ich irgendwie gehört. Das heißt, ich könnte mir jetzt eine anständige Waffe kaufen gehen eigentlich. Jetzt saufe ich hier jeden Tag einen verdammten Saft. Ich hoffe, den hat es jetzt gespeichert. Grotti Garbezioni oder was? Dann soll das eine Art Ferrari sein in dem. Genau, dann gehe ich jetzt Ammunition und hol mir eine anständige Waffe. Ich werde wahrscheinlich eine... Ja, mal schauen, was die im Angebot haben. Das da auch in der Seitengasse oder nicht? Verdammte Drama Queens immer da. Ich hab gar nichts gemacht. Okay, halb so wild. Well, the breakdown of society is inevitable, friend. Hope you'll be ready. Handfeuerwaffen und Gewehren. Ach, weißt du was? Nimm die da. Genau. Oberteile ansehen. Ich glaube, wenn ich da mit Tarnzeug rumlaufe, ist das vielleicht nicht gerade unauffällig. Schauen, was hast du da im Angebot?
Okay, vieles kann ich noch nicht kaufen. Ich nehme mal eine MP mit. Größeres Mac. Will be a fucking millionaire. Ich nehme mal großzügig mit. Zielfernrohr für Genauigkeit, taktisches Licht. Ja, nee, brauche ich nicht. Ja, ich nehme die da. Sturm-RMP gratis. Okay. Oh, 24.250. Aua. Das sieht noch witzig aus irgendwie. Man nehme ich. Oh Mann. Nee, ich verballere jetzt nicht das ganze Geld wegen dem. Griff, Zielfernrohr. Ich glaube, ich lasse es in Schwarz. Sieht gar nicht übel aus. Ich frage mich nur, ob man den Schalldämpfer auf- und abschrauben kann oder ob der dauerhaft drauf bleibt. Pumpe nehme ich natürlich auch mit. Tak, tak, tak. Schalldämpfer. Auf einer Schrotflinte. Okay. Das sieht irgendwie noch witzig aus. Ich weiß nicht warum. The messier the better, I say. Ich kaufe bei dir mal den Schalldämpfer und schau mal. Ob ich den abnehmen kann.
Weil wenn ich die abnehmen kann, dann... Zeigt es mir gerade nicht, dann ich muss mal nachschauen. Waffenmodifikation umschalten, E drücken. Okay. Nee, passiert nichts. Scheiße, ich will nicht mit überall mit allen Waffen, mit dem Schalldämpfer rumlatschen. Gibt es wirklich keine Taste, wo man den Schalldämpfer draufpacken und wegnehmen kann? Draufbleiben. Ja, okay, dann werde ich bei der Pistole mit Schalldämpfer spielen, der Rest ohne. Wie wechselt man die schon wieder? Wie wechsle ich die Waffe? Ja, super. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Ah, mit dem Mausrad wahrscheinlich. Ja. Genau. Kann ich so denn... Selection, huh?
Genau. Ich mach's mal so, ich nehme hier die Gammelpistole. Oh Mann, wieso so scheiß teuer? 22.000. Okay, bei der kann ich keinen Schalldämpfer drauf machen. One of them will show an ex-wife you mean business. Ah, scheiß auf den Schalldämpfer. Ich nehme so eine. Das ist ein bisschen schade, dass man die, wo, den Schalldämpfer eben nicht wegmachen kann. Ja, ich nehme mal die. Genau. So, mal schauen, ob der Transporter noch da ist. Taste M. So. So, mal schauen, wo der Transporter ist. Symbol zeigt hinten an. Ah, da unten ist er. Ich probiere mal die Reifen zu zerschießen und probiere es dann so. Oh nein, nicht da hoch. Come on, I'm an amateur anesthesiologist, okay? Ich glaube, das ist ganz gut gelaufen, so wie es aussieht. Aber ich glaube, das Auto behalte ich, gefällt mir sehr gut. Kann man da die Gitter auch kaputt machen? Nee, aber durch geht's. Mal schauen, ob ich da sicher bin.
Also der Ferrari hat abartigen Bodenhaft und er ist Hammer zum Fahren. Ich glaube hier unten. Hm? Der da drin. Hey, Lest. I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Okay. Now we all know why we're here. We've got a store to take. The plan is simple, elegant. Listen to Lester, pay attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. If things go bad, you know the drill. This wasn't organized, we don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not gonna be an issue because everything's gonna go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself, no problem, but you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep, no problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Frank, you're with me. Paige, you're in the truck with the bikes. Gus, Eddie, you're in the van, all right? See you on Little Portolo, people. Initials only from here on out. So. The store isn't going to rob itself. All right, you got it down? I got it. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. Well, shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. Yeah, okay. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real? So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. What you got to worry about? I don't know. I ain't done any real work in years, you know? So I'm giving half the take to guys who are supposed to be the best in the business. All right. Then it's all taken care of. You on top of shit? Yeah, do I need to give 12% to a gunman? 14% to a driver? 15% to a hacker? And that's on top of all the other outlays. I feel like a chump buying myself a score. Shit. I guess we'll find out if they worth it, right? Ah, das heißt, wenn ich eigentlich immer ein schwächeres Teammitglied nehme, erhöht sich der Anteil nicht. Das heißt, das wäre besser gewesen, hätte ich die schlechteren genommen. Hallo, willkommen zurück, Christian. Du hast gerade etwas verpasst. Ich habe Aktien gekauft und die waren
99.000 wert. Das heißt, ich habe die verkauft. Man, we went over this. I'm cool. Jetzt konnte ich mir eine schusssichere Weste kaufen und anständige Waffen. Alright, when the gas is in the ventilation system, give us the word. For sure, man. I got it. Ah, jetzt bin ich der plötzlich. Excuse me! Exterminator! Hey, there ain't no one around. That suits us. Come on, get up to the roof. Hey, shoot! Das heißt, du hast dir jetzt in dem Fall weder The Witcher noch Total War gekauft, nehme ich an, hä? Just gotta get where I can throw this. I got an angle. Hey man, 2 seconds. Halte rechte Maustaste gedrückt, um auszurücken. Ist der jetzt drin oder nicht? Die sind alle daneben. Bam! Fehlgeschlagen. Autsch. Hello! Exterminators here! Hey, there ain't no one around. That suits us. Come on. Ist ja peinlich. 5 Würfe und alle daneben. Nicht wieder runter. Ist ja eigentlich gut. Aber ich komme da nicht vorbei. So dick ist der einmal nicht. Ich muss ganz außen rum, sonst passt er nicht durch. Almost there. We're in position, waiting on your signal. Just gotta get where I can throw this. So, aber jetzt muss der rein. Vielleicht ist es besser, wenn ich in die Außenkamera. Hey, kid, something go wrong? Hold on. Jetzt ist er rein. That was it. They going out. Do you love her? Well, I love her a lot. I wasn't thinking it was. Well, think about it like this. I mean, I always say that. I told them to fix that goddamn AC. What's going on? Let's go. Ich hoffe, der hat jetzt nicht zu viel Gas reingeballt. Klau den Schmuck. Drücke E. Hey, 120 remaining.
We got nice stones in this joint. We're on the clock! This better not be paste. A minute left. Quick hands, man! That's why you get your cut! How you doing over there? I'm on it, Holmes! Ich bin überzeugt, die gehen alle hier raus. Keep it up, see how much we can get. Keep it up! How we doing? How we doing? 40 seconds. We're almost out of here! Here we go. Yeah, baby! Geht sicher etwas schief, 100%. So for the last time, move it! Man, get the fuck out my face! You forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one of them. I'll see you at the river. Go. Let's go, come on! Stay close, stay safe, let's go! Folge der Crew. Come on! Das ist immer verschissen, wenn es dich mit dem TÜV weghaut. Nein! Put your headlights on, it's dark in here! Also, wenn ich Shift drücke, geht er nach vorne, oder was? Oh, scheiße. Man, we screwed. I'm here. Keep driving. Hang in there, boys. I got bull bars on the truck. I'll make short work of these cops. Kann ich da rüber, ohne dass ich absaufe? Look out! This don't look so good! I'm out of the car, man! I can shoot if I have to. Tell me if I'm needed. Shit! Hey, wrong arms! Deal with these guys! Back across the other side, right? There ain't no screaming enough, man. We need to get rid of these cops! No cops in the area. I think we got a chance. All right, we got a window. Let's stop at the end of the river, get the bikes in the truck. Let's do this. Lester's waiting for us at the lockup. Ich weiß nicht, ob ich das mal probieren soll, dass ich alle Schlechten mitnehme und die probiere zu boosten. Ich dachte, ich wäre zu diesem Bike. Ja, ich dachte, du wärst unter einem Cop-Car. Da müssen mehr Dudes warten auf dieser Weg. Wir haben nicht nur mit dieser Sache gekommen, oder? Weißt du was? Ich denke, wir haben es. Oh, Mann! Oh ja, wir haben es, Baby! Wir haben es! Woo! Wir haben es! Weißt du, was ich sage? Oh, one step closer to retirement.
It was a good takedown. Here's to the first of many. In you come, come on! Call your gym guy, Lesty baby, cause we got merchandise! Ich bin ja gespannt, wie viel das ich da bekomme. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. Raubüberfall ausgeführt, der Juwelenraub. Erweitern, was ist das? Ah. Geld 4,9 Millionen. Matrazos, Zahltag. Ach so, das ist da der Typ. Das ist dem, wo ich ja die Hütte abgerissen habe. Scheiße, I don't care if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, all right? Where are you? Are you in a strip club? Grow up. Stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, all right? I'ma change. I promise. You won't even recognize me. Drücke E, um dich herüberzulehnen, damit du besser sehen kannst. I flunked out of high school. Isn't that sexy? You go. Sympathie Saphir. Benutze, um dich umzusehen. Drücke, um Dollar zu werfen, um es regnen zu lassen, um vom Geländer wegzugehen. Ja, komm, ich gebe hier rein. Aber eigentlich ist es mir egal, ob ich jetzt da Sympathie habe zu dir oder nicht. If you like me now, you'll love me in the back. Die Stimme von der, ihm oder was auch immer irritiert mich ein wenig. You broke ass idiot. Sweet ass. Hey baby, bounce that ass over here to daddy. Woo! Wanna dance in the back? Oh, asshole. Ja, ja. Soll ich für dich tanzen? Keine Kohle, Peng, Arschloch. Now you're in for a treat. Check out this next piece of ass. Next on stage, Infernus. Spicy Meat Banana. Beef Kebab. Das Aquarium ist noch cool gemacht. Drücke E, um für $10 einen Drink zu kaufen. Okay. Ja, noch. Geht das auch wie im GTA 4, dass man sich da eine Granate knallen kann? Okay, jetzt wird es schwankig.
Das Problem hatte ich auch schon mal. Last one, okay? Sorry about that. Es ist schon okay. Hast du mal eine Mark, du Maus? Du siehst komisch aus. Yeah. Hello, Aquarium. You ready for this? She likes fine wines and french fries. All the way from France. It's wanna get sexy in private. Es ist geil, wenn der besoffen ist. Drücke, ablehnen. Ja, komm, mach mal einen Dance. Mal schauen. Premium Lounge. Does that feel good? Flirte mit der Tänzerin und berühre sie, um ihre Sympathieanzeige zu erhöhen. Achte aber darauf, dass der Rauschmeier nicht sieht, wie du sie begrabst oder du fliegst raus. I love your tattoos, baby. Really cool. Benutze, um die Kamera bewegen, V wechseln, um zu flirten. Man, you got it all. Peach body oil, fake guns, hair extension. Gee, I love it. Ist noch witzig, jetzt habe ich null Zuschauer. Und jetzt, wenn ich dann ein paar Ballen in die Kamera halte. Okay, jetzt kann ich sie berühren. You like this, baby? Yeah. Ich muss einfach auf den Rauschmeißer aufpassen. Du, ich schau mal, was passiert, wenn ich die Anzeige voll bekommen würde. Drücke V, um die Perspektive zu wechseln. Okay, jetzt kann ich wieder fummeln. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich mich nicht so entspannen, wenn da der... Ach, ich hab gemeint, der... Rauschmeißer kommt wieder. Okay, weg. Mal schauen, ob ich das packe, die Anzeige voll zu bekommen. Ich muss irgendwie die Kamera schauen, dass mich der nicht erwischt. Es nimmt mich wunder, ob ich die Anzeige voll bekomme. Das ist bestimmt ein Erfolg. Fummeltime. You're getting me all wet. Okay, der Typ kommt. Das war knapp. Keep doing what you doing. Man, your ass is hot. Jetzt brichst du aber nicht ab. Come on. You want another dance? E für einen weiteren Tanz. Ja, ich mach mal. Ich probiere mal, die Anzeige voll zu bekommen. Fummel-Time. Okay, Finger weg. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich die Anzeige voll bekomme, aber so wie ich Rockstar kenne, passiert bestimmt irgendetwas. Okay, fummeln. I can do this all night. Does that feel good? Okay, Pfoten weg, der Rauschmeißer kommt wieder. I love your tattoos, baby. Really cool. Man, you got it all. Peach body oil, fake guns, hair extension. Gee, I love it. Ich probiere gerade die Sympathie voll zu bekommen. Okay, jetzt kann ich wieder fummeln. Yeah, you like. Aber ich muss aufpassen, dass mich der Rauschmeißer nicht erwischt.
Okay, Pfoten weg. Keep telling me how great I am. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich die Anzeige voll bekomme. Ob ich die dann nageln kann oder keine Ahnung. Okay, der Rest ist weg. Jetzt kann ich wieder anfassen. Ich hoffe, der erwischt mich nicht. Oh, das war knapp. Fast hat er mich erwischt. Ich habe keine Ahnung, welche Tattoos der meint, aber... scheint zufrieden zu sein. Okay, Fummel Time. I can see by that bulge in your pants that you want to go again. Okay, nochmal. Jetzt kommt der Typ wieder. Baby, you fine. Keep doing what you doing. Okay, Fingern. Man, your ass is hot. Jetzt mal schauen, ob ich es voll bekomme. Let's get out of here soon, huh? I love your tattoos, baby. Really cool. Man, you got it all. Peach body oil, fake guns, hair extension. Gee, I love it. Nimm mich wunder, was passiert. I flunked out of high school. Isn't that sexy? Keep telling me how great I am. Also jetzt habe ich die Anzeige voll bekommen. Mal schauen, was jetzt passiert. Also so abgeneigt ist die auch nicht von dem her. Baby, you fine. Keep doing what you're doing. Man, your ass is hot. Okay, jetzt verschwindet er. You're getting me all wet. Und jetzt? Wanna take this party back to my place? Drücke, um mit Sophia nach Hause zu gehen. Okay. For sure, let's go. Triff dich mit Saphire hinter dem Club. Okay. Okay. You have any nitrous at home? I love nitrous. You're a nice girl, aren't you? I was cracking on.
get me drunk enough, I'll give up the back door. Well, that's an interesting idea. So much fun. For sure, babe. Oh my God! No way! Follow me. Ich weiß nicht. Mal schauen, die zockt mich eventuell ab. Ich kann es mir noch gut vorstellen, dass die mich bescheißt. Aber ich geh's mal mit. Wow. Have you been eating asparagus? There you go. Saphires Nummer wurde auf deinem Handy gespeichert. Okay. Die haben sich tatsächlich vergnügt und hat mich nicht abgezogen oder so. Lamar, Garage, Friseur. Ich geh mal zu Michael. Die haben ja gesagt, die machen eine Party. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Mal schauen, was passiert. Oh, hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew, cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey! Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked! Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. This other guy runs out of the shop, he pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high, but that don't leave make it right! Johnny, leave it! The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying?
fucking my girl, man. It's wrong. Well, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy. All right, let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. I don't mean nothing by it, man. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Fucking shit! Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck. Now we gotta speak to Johnny's recently bereaved brothers. This ghost I saw, his name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? My cousin's there, but I don't... Find him, Wade! Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert and then quiet down that bitch Ashley he was in, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting. I was just saying we should kill her. You called her a bitch. Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. We're going up to that farm on the right. That's where they're meant to be. Whoa, 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 whoa. Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just did, just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messin' with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? Well, no, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part of you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Oh, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. All right. We follow the van back to the rest of them. Then the lost MC are out of this region for good. The van's got to pass, but the guys on bikes can go. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah, thank fuck they didn't make you for the harmless idiots. You got him! Yeah, you didn't see that coming. Yeah, thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are. Alrighty, Root. Now we just sit on this guy till he gets to them. Whoa! You need some seatbelts back here, or straps or something.
You gotta slow it up, man. That's a sharp left. Ich glaube, dann soll ich den jetzt auch kaputt machen, oder? Oh. Next time you fall out, make sure you die. They might almost think we ain't after them. That's clever. But if we go off the side on the left there, we should make it across. Oh, das ist so spät. Also bis hier kann ich mich noch erinnern, da war ich schon mal, aber was nachher kommt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Soll ich den jetzt schrotten oder noch nicht? Watch the entrance, boys. No one leaves without my express permission. We're guarding the entrance here. Always nervous, asshole. You shit stain. What the fuck is going on? Damn it, Frank's been shot. I'm gonna take you down. Step right up! Step right up! We should hack the big old way. Come here now, in your suffering! Shit! Assholes! I warned Johnny, and I'll warn you the same. Drücke Leertaste AD. Okay. Oh. This land belongs to the law. I'm wiping out my whole customer base. You forget how to use your horn? Have some respect for pedestrians. And suddenly, everything makes sense. Oh, von hinten. I'm wiping out my whole customer base. You ain't going nowhere. I'm about to crank off that guy. Eat it, motherfucker! Such a shame we got to kill such a fine cooker of crystal. Don't worry. It's plenty to go around. Mach ne Fliege. You ain't got anything flammable like a meth lab in that trailer, dude. He took out Johnny K. Lost MC. This is hard for me too. I've had to kill half the tweakers in the county. You got a highly explosive cook. A
fuck house in that trailer, huh? That was my brother! Shithead! You worry! Plenty of me to go around! Enough! If that trailer's got some combustible shit in it, I'd steer clear, okay? Yeah, that punk killed Johnny before the crystal did. I warned Johnny, and I'll warn you the same! Watch it! Take cover! This land belongs to the lungs! Die, shithead! Come out and avenge your fallen comrade! Wie kann ich denn die Kameraperspektive wechseln? Nee, geh doch da in Deckung. Ey, aber ist der dumm? Muss ich mal da über die Leichen rennen, damit ich ein bisschen Munition bekomme. Step right up! Step right up! We're guarding the entrance. Okay, der hat keine Muni bekommen. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Das ist nicht bequem. This is hard for me too. I've had to kill half the tweakers in the county. Wie kann ich denn nach links oder rechts sehen, frage ich. Irgendwo da hinten höre ich noch einen. Ist der jetzt alles rumgelatscht? Ist da keiner mehr? Can I get you two anything? Soda? Snacks? No? Get in the fucking truck! Wade? What are you still doing here? Did you
said. I said go find a fucking ghost in Los Santos, all right? You looking for motivation? And get me some sticky bombs! We're dropping in on Ortega. The Aztecas? That makes me nervous. Ah, don't be nervous, Nervous Ron. He'll be fine with the takeover. Takeover? Trevor! We don't need to. Now the bikers are gone. It's just us, the Aztecas, and the O'Neills. The market's big enough. This Chinese contact's gonna buy crystal fast as we can cook it. You just gotta meet him at the inn and... Yeah. Fine, okay. We're nearly there. Wo ist denn der andere jetzt hin? Trevor! Shit! No! Okay. Soggy friend, you are out of business. The Lost MC are out of business. The guns and crank in this area go through Trevor Phillips Enterprise, or they ain't going. Saying something don't make it true. No! Yeah! Okay. Irgendwie ist er ganz minim psychopathisch angehaucht. Hm? Aber dass der Gott von einem Schlag kaputt ist, ist schon krass. Naysayers are talking about. Look at me. I'm cranked on speed most of the time, but I'm productivity personified. You sure achieved a lot today. It was time to put my affairs in order. You going somewhere? As soon as I find that specter on the TV, Michael Townley. He's your buddy you said got shot, right? You guys used to run together. Yeah, that's him. My best pal. I thought he was dead. You're catching on fast. Yeah, the fucking ghost I've been talking about. He's alive? He's walking, and he's talking. He's sticking up joints, so I guess, yeah, that makes him alive, don't it? And how you know it's him? It's his M.O., and it's the same corny shit he was spewing 10 years back. This could be a trap, Trevor. What if someone wants you to think he's alive? I was fooled when I thought he was dead. I ain't fooled now. Michael Townley lives and breathes. He's in Los Santos, and he's got some explaining to do. They could be trying to draw you out into the open. That's a conspiracy theory too far, even for you, Ronald. Really? Well, anyway, it seems like a shame for you to be going, just as TP Industries is finding its feet. I'll do what I can to put the business on its path before I depart. The company needs you, boss. You'll do fine in my absence. I don't know what this Michael Townley's got that you can't find in the Alamo Sea. What he's got is answers. Okay. Get out of the car, Ron.
Any time to think. Run! Okay. Speak! You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you, and you know how I feel about that. Nett. Ja gut, ich werde mal eine Pause einlegen. Es schaut im Moment sowieso niemand zu. Ich sage trotzdem Danke fürs Zusehen, falls jemand das dann auf YouTube schaut oder die Wiederholung. Okay, ich mache den Stream mal aus. Bye, bye.